keine guten Nachrichten vom Verband der Bayerischen Bezirke. Tagesordnungspunkt 13 im Kloster Irsee, die Finanzsituation der Kommunen. Nach Artikel 15 des sogenannten Finanzausgleichsgesetzes bekommen die 7 bayerischen Bezirke im Jahr 2010 zusammen rund 580 Millionen Euro. Sie bräuchten rund 650 Millionen Euro, heißt es heute. Das Haushaltsloch nächstes Jahr werde schlicht und einfach dramatisch, warnt der Präsident. Wir haben durch den Verlust in der Umlagekraft ungefähr 187 Millionen weniger Einnahmen bei selber Bezirkumlage und eine Kostensteigerung im Sozialbereich etwa um 130 Millionen. Das heißt, es fehlen den Bezirken bayernweit rund 320 Millionen. Das würde bedeuten, wenn wir vom Staat keine Unterstützung bekommen, dass wir die Bezirksumlagen im Durchschnitt bayernweit natürlich gespreizt zwischen 2,5 bis zu 5% erhöhen müssten, was für die Kommunen ein unerträglicher Zustand wäre. Gibt's also 2011 nicht deutlich mehr Geld vom Freistaat, müssten die bayerischen Bezirke die Löcher stopfen, indem sie Städte und Landkreise belasten, hieß es heute auf der Abschlusspressekonferenz. Denn 90% gäben die Bezirke für Soziales aus, soll heißen. Ja, mit Sparen ist es immer sehr schwierig, weil die Kostensteigerungen liegen nicht unbedingt in den Kosten, die sich erhöhen, sondern in den Fallzahlsteigerungen. Wir haben eine demografische Entwicklung, die den Menschen immer älter werden lässt. Damit, wenn er älter wird, oft auch kränker. Und wir brauchen im Bereich der Pflege immer mehr und aber natürlich auch bei der Behindertenhilfe, weil auch diese Menschen Gott sei Dank viel älter werden. Speziell für Schwaben wird 2011 logischerweise ähnlich schlimm wie für alle anderen Bezirke, hieß es in Irsee. Wir haben auch einen großen Steuereinbruch, wir haben 7,9 Punkte minus, das heißt für Schwaben genau in Zahlen 25 Millionen weniger als im vergangenen Jahr. Wir haben natürlich auch mehr Menschen, die unsere Hilfe benötigen, ob das alte Menschen sind im Bereich der Altenheime, der Hilfe zur Pflege, ob das Kinder oder junge Menschen sind, die Handicaps haben im Bereich der Behinderung, bevor wir für alle Fälle ja zuständig sind, von der Ambulanz bis zur stationären Arbeit. Auch hier gibt es Fallzahlmehrungen, die liegen bei ca. 30 Millionen Euro. Jetzt wissen Sie schon hier, das ist ein Spagat von 55 Millionen Euro. Im November verhandelt der Verband der Bayerischen Bezirke mit dem Finanzminister über den Haushalt 2011. Die Forderung ist klar, die Kommunen wollen mehr Geld. Man darf gespannt sein, denn die Staatsregierung wird wohl definitiv keine Geschenke mitbringen, vor allem keine, die Geld kosten.